Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Lach. Manchmal, ja, ist es zum Verzweifeln. Im Kleinen wie im Großen, in unseren Klöstern, in der Pfarrei, in den Diözesen oder in der großen weltweiten Kirche. So viele Probleme scheinen da zu sein. Haben wir den Kopf frei für das, was Gott uns sagt, für die Freude des Glaubens, wie es uns der Psalm sagt? Da füllte sich unser Mund mit Lachen und unsere Zunge mit Jubel. Da sagte man unter den Völkern: Groß hat der Herr an ihnen gehandelt. Ja, der Herr hat groß an uns gehandelt. Er hat diese Kirche in die Welt gestellt, damit die Welt ein besserer Ort werden kann. Und da, wo die Kirche genau darin versagt hat, sollten wir unseren Mund und unser Herz wieder mit dem Lachen und der Freude über Gott füllen und diese Freude verkünden. Dann werden wir die Probleme meistern, die vor uns liegen, aber dann werden wir vor allem das tun, was Gott uns vorlegt, nämlich die Freude über den Glauben in unseren Herzen zu tragen. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, du willst nicht, dass wir schwarz malen, sondern dass wir aus der Freude am Glauben das angehen, was an Problemen und Aufgaben in der Kirche vor uns liegt. Hilf jedem Einzelnen von uns, seinen Dienst in der Kirche so zu tun, dass die Freude am Glauben immer die Oberhand behält. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Thank you.